Wir haben die Ebene auf dem Boden, y und x. Die z-Achse ragt wieder nach oben. Ja, hoppla. Z-Achse ragt nach oben. Und ein Punkt liegt im hinteren Oktanten. Den kann ich mit einem Ortsvektor, den ich klein r bezeichne, anvisieren. Die Lage darstellen, also im hinteren Oktanten. In der hinteren Ebene, oberhalb der Ebene xy, liegt dieser Punkt. Und dieser Punkt ist eindeutig beschrieben durch die Koordinaten x, y und z. Also der ist mit kartesischen Koordinaten beschrieben. Wir wollen aber jetzt diese kartesischen Koordinaten in Zylinderkoordinaten überführen. Also den Punkt, die Position des Punktes durch Zylinderkoordinaten ausdrücken. Und dort sind relevante Parameter dann ja zu berücksichtigen. Der Parameter r, der praktisch dem Radius der Grundfläche des Zylinders entspricht. Dann den Parameter phi, den praktisch dieser Winkel in der xy-Ebene entspricht. Und die Höhe vom Zylinder, z. Also wir möchten diesen Punkt ausdrücken über diese Zylinderkoordinaten. Ich könnte jetzt an der Stelle wieder einen Zylinder hier rein interpretieren, die Deckfläche meinetwegen und dann die Grundfläche erstreckt sich meinetwegen in dieser Anordnung und dann hätte ich hier meinen Zylinder, mein Zylinderkoordinatensystem, das noch keines ist, weil der Punkt ja noch in kartesischen Koordinaten beschrieben wird. So, wir brauchen demnach eine Beziehung zwischen kartesische und Zylinderkoordinaten. Die einfachste ist wieder mal die Höhe. Also die Höhe von diesem Punkt ist in Zylinderkoordinaten das gleiche wie in kartesischen. Also z bleibt sicherlich z, da tut sich nichts. Was sich anders gestaltet, ist praktisch die Abhängigkeit von r und phi von diesen kartesischen Koordinaten. Am besten schaut man das Ganze wieder von oben betrachtet an. Also stellen die xy-Ebene auf. Somit piekst mich wieder die z-Achse hier. Also in der Form. Y, x und z ist dieser Punkt, der jetzt aus der Ebene heraus mir ins Auge piekst, wenn man so will. Und dann könnte ich doch die Grundfläche vom Dann könnte ich die Position vom Punkt beschreiben durch diese kartesischen Koordinaten. Noch ist er ja mit kartesischen Koordinaten beschrieben. Wir haben ja nur die Höhe in Verbindung gebracht mit den Zylinderkoordinaten. Gut, was ist zu tun? Ich brauche die Parameter r und phi hier. Also ich bastel hier meine Grundfläche rum. Von meinem Zylinder. Die Projektion von meinem Ortsvektor, von dem hier, diese Projektion entspricht dem Radius von dieser Grundfläche. Das ist klar, das hat man in dem externen Video von Zylinderkoordinaten in kartesische behandelt. Gut. Also r ist der Radius und um diesen phi geht es hier. Die brauche ich jetzt verknüpft mit diesen kartesischen. Also ich habe kartesische gegeben, Zahlenwerte, meinetwegen 1, 2 und 3. Die möchte ich in Formeln einsetzen und letztlich dann Werte für meine Zylinderkoordinaten erhalten. Also der leichteste, oder leicht sind alle beide, aber leicht ist r, mit dem zu starten. R kann sich über den Pythagoras ausdrücken. Das ist einmal diese Länge x und einmal diese y-Länge. Also der Pythagoras liefert mir, wenn das die Hypotenuse ist, R, Wurzel über x² plus y². Fertig. Jetzt haben wir schon zwei Beziehungen, weil z gleich z, die Höhe steht ja auch. Jetzt brauchen wir noch phi. Ja, wie bekomme ich dieses phi? Wenn ich, meinetwegen, ist jetzt Geschmackssache, nehme den Kosinus, beziehe ich mich auf die Ankathete, x ist nichts anderes als die Ankathete, dann kann ich den Kosinus mit dem Winkel hier verknüpfen, Kosinus von phi
ist Ankathete, in dem Fall x, durch Hypotenuse, r. Also schauen wir, was wir bekommen. Cosinus von Phi ist x durch den Radius, der ist nichts anderes als das hier, Wurzel über x² plus y². Naja, und jetzt das als Gleichung interpretieren. Ich lasse den Arcos Cosinus auf beiden Seiten los und erhalte das Ergebnis. Auf der linken bleibt mein Winkel Phi und auf der rechten bleibt Arcos Cosinus von diesem Verhältnis. Arcos Cosinus von, machen wir den weg, x durch Wurzel über x² plus y². Fertig. Jetzt habe ich alle drei Parameter, die sich auf Zylinderkoordinaten beziehen, verknüpft mit den kartesischen. Das bedeutet, wie schon bereits erwähnt, habe ich kartesische Koordinaten, kann ich die jetzt hier überall einsetzen und meine Position bezogen auf das Zylinderkoordinatensystem festlegen. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.